Wir schicken unseren Lieblingsplünderer los zum Krankenhaus. Geben mal ein bisschen was davon mit. Die sollen dann, er soll mal plündern gehen, aber er soll vor allen Dingen auch sein Gewissen ein bisschen Sind Sie hier, um Vorräte zu spenden? Jo, bin ich. Bin hier, um Vorräte zu spenden. So. So gefällt mir das. Na. Dann handeln wir doch mal. Wenn Sie medizinisch, wir haben viel durch die letzte Bombardierung verloren, ja. Durch die letzte Bombardierung? Welche Bombardierung, ja? Okay, ich werde euch ja helfen hier. Ist ja okay. Ich helfe euch ja auch ein bisschen. Ich räume mir ein paar Trümmer weg und danach geht's euch hoffentlich auch wieder gut. Ne, so ganz nebenbei. Blub, 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 blub. Ich habe gespendet. Das sollte ihm auch Auftrieb geben. Ich habe erst das Krankenhaus geplündert, um es ihnen dann wieder zurückzugeben. Ist das nicht ein toller Deal? Ich habe es mir quasi nur geliehen. Quasi. So übergangsweise. Nicht Pavel. Dir geht's doch jetzt wieder gut. Tust was Gutes für die Leute. Ist es nicht immer das, was du wolltest? Viel tun, Gutes. Ach, was vermisse ich meinen lieben Plünderer. Einen guten, guten Top-Plünderer, der eigentlich alles geschafft hat. Ach, es ist einfach ein bisschen deprimierend, wenn man so wenig Platz im Inventar hat. Ich wünschte, man könnte den irgendwie ausbauen, aber ich vermute mal, das wird wohl nicht mehr vorkommen mit dem Ausbau. Gucken wir mal hier nochmal rein. Jo. So, jetzt gucken wir nochmal hier. Upp. Ist hier auch noch irgendwas? Noch mehr Schutt. Komm, wir können auch noch ein bisschen Schutt mal wegmachen. Wir machen noch ein bisschen Schutt weg. Es dauert so lange ohne Schaufel. Ja, jammer nicht rum. Mach einfach. Schaufel, Schaufel. Und tu was für dein Geld. Nicht, dass es viel wäre, aber tu was dafür. Das Bombardement muss noch verbessert werden. Auf geht's, los.
große Vorräte, kleine Vorräte. Irgendwas wird da hinten schon noch rumstehen. Wie weit ist der Weg bis da hinten hin? Oh mein Gott, der Weg ist verdammt weit. Da solltest du dich beeilen. Gib ein bisschen Gas da. Ein bisschen schneller Läufer, das ist doch gut. Dann sind wir wenigstens schnell wieder da. Los! Fast. Fast geschafft. Und ready, go. Nichts als Plunder. Na toll. Düp, 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 düp. Da, mein Freund. Ja. Hast du eine Spende? Handel. Nein, ich habe gerade nicht mehr. Was heißt hier mehr überhaupt? Oh, ich hätte den Rest auch von da noch mitnehmen können, ne? Zu spät. Zu spät. Tag 21. Guckt mal, was ich für Beute gemacht habe. Ich finde gar nicht, dass es so gute Beute war. Aber wir haben Beute gemacht und... Ich habe das Gefühl, wir sollten mal zusehen, dass wir demnächst mal den Heizkessel anschmeißen. So langsam wird es nämlich kalt. Habe ich so das Gefühl. Mir fehlt immer noch Holz. Kann ich mal wieder einen Händler vorbeikommen? Wie viel Holz brauche ich denn für die verstärkte Tür? Da brauchen wir auch verdammt viel für. Das ist schon lange her, dass du geraucht hast, ja. So ist das. Kein guter Tag. Pavel hat sich zumindest ein bisschen beruhigt. Das ist schon mal viel wert. Oh. Die können wir natürlich mal schnell herstellen. Hier haben wir Nahrung, die wir holen können. Zumindest scheitert es hier schon mal nicht an der Nahrung. So. Du kannst mal wieder kochen. Oh nein, er ist leicht krank. Das ist jetzt nicht gut. Ich glaube, ich muss echt nochmal mit so einer kleinen Säge die Autowerkstatt besuchen. Kannst du da irgendwie nochmal so einen Filter bauen? Das ist gut. Da stellen wir einen her. Hungrig, traurig, müde. Ja, hat wieder was zum Tauschen dabei. Sehr gut. Dann zeig mal. Was hat du denn? Auf jeden Fall hat er wieder normales Material dabei. Das ist immer schon mal gut. Das können wir immer gebrauchen. Und wir tauschen natürlich unser Lieblingsgut dagegen. Das reicht nicht. Ich gebe dir gleich, das reicht nicht. Okay, der will das nicht. Das ist sehr großzügig von mir. Warum ist das gleich großzügig von mir?
glücklich bin ich mit dem Deal noch nicht. Das klingt gut. Der ist uns jetzt auch nicht so wohlgesonnen, dass ich dem das Geld schenken muss, quasi. Also. Habe ich nicht noch Teddys? Ich habe noch Teddys. Ha. Ich kann Teddys verkaufen. Gut, wir können uns ein... Ja, dann schmeißen wir noch einen drauf. Ach ne, das kannst du nicht. Okay, gut. Okay, dann nehme ich doch das Material. Dann handeln wir eben so. Haben wir noch irgendwas, was er Interessantes so hat? Munition. Ja, was ist das hier? Sehr großzügig von mir. Gut, dann handeln wir das eben so. Ist dann egal, aber in jedem Fall können wir jetzt, glaube ich, endlich... Oh, wir können die Tür verbessern, das ist gut. Das sollten wir mal dringend tun. Das ist gut. Eine Tür mit Alarmanlage, das... Der ist traurig und müde. Kann aber dann gleich auch mal... Ja, ich glaube, da haben wir noch eine Tür, die wir da wahrscheinlich schützen müssten. Die Tür ist in jedem Fall mal verstärkt. Haben wir zwar immer noch nicht die Gitarre. Aber gut. Nächste Runde, ein neues Glück. So. Und jetzt können wir hier keine zwei kochen. Na gut, dann müssen wir es halt eben so herstellen. Müssen wir doch damit arbeiten. Wer muss denn jetzt ganz dringend was essen? Der muss dringend essen. Der ist recht kühl drin. Wir sollten über eine Beheizung nachdenken. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Mhm. Zigaretten gibt's nicht. Nichtsdestotrotz muss ich, glaube ich, jetzt dieses Mal dringend nach was gucken, wo ich hier weiterkomme. Ich mache aber erstmal hier einen Cut und sage bis zum nächsten Part.